Hallo Leute und herzlich willkommen zurück nochmal auf der Anfangsmap. Wie beim letzten Part waren wir schon etwas weiter. Bloß nur, es liegt daran, dass wir einen kleinen Fehler unterlaufen haben, dass ich die Welt vorher nicht abgespeichert habe und wir jetzt nochmal komplett von vorne anfangen müssen. Was auch nicht so schlimm ist, denn wir haben einen neuen Gast dabei und das ist der Luke May 01. Servus. Ja, ich hab Baum. Ja, und ich bin gerade nur in Game Mode 0, das hat keiner gesehen, das hat keiner gesehen. Ja, ich muss jetzt gerade ins Inventar kommen und einmal so machen. Oh, Roxy. Oh, So. hallo. Ah ja, hallo zusammen von meiner Seite aus. Hier der Garus. Und ja, ich habe gerade das ganze Holz abgeerntet. Mit Fleiß und Preis, natürlich. Geh mal kurz weg. Ach, und Guck da mal. ist auch direkt der Setzling gekommen. Guck mal. Geh mal kurz weg. Oh, ist das stressig, mit drei Leuten auf so einer Karte zu spielen, Alter. Wir hätten die Insel größer machen müssen. Hätten, Na ja. gut, eigentlich hätte jeder von uns eine eigene bekommen müssen. Echt? Ach ja, stimmt, das war. Ach ja, stimmt, ja, darum geht's ja, wer als erstes da ist, ne? Dann hätten wir zum Beispiel ein. Ich versuche hier gerade, ich mache jetzt mal so. Ein weiterer Ich Block. baue hier mal ein bisschen Sicherheit hin. Jetzt falle ich Und wieder ich. runter. Ich pack mal vorher die Eimer weg. Ja. Ich pack mal vorher die Eimer weg, weil wir die Garantie noch brauchen werden. So, ich hab Hab jetzt jetzt drei drei Holzspitzhacken Holzspitzhacken gemacht. Ich gemacht. lege den Rest Rest wieder in wieder die in die Truhe, Truhe, okay? okay? Ich nehme auch zwei Spitzhacken Spitzhaken in die Truhe, das Ruhe, das heißt, heißt, ich ich habe habe eine, eine, ihr ihr habt habt eine. eine. Also in Also der in der Truhe ist Truhe jetzt ist eine eine Spitzhacke. Spitzhacke. Garus? Garus? Ja. Ja. Wie soll ich jetzt hier Kobbel farmen? Ja, warte, In bin der noch Truhe dabei. liegt auch noch ein Holz und ein Dirt Block. Also so Das? ein Erde Block. Hier, bitteschön. Oder machst du? Wir haben jetzt wieder Holzbretter. Guck mal, siehst du, Luca, guck, er wusste eben nicht, was eine Kunststoffmaschine ist. Und jetzt guck, ich kann hier abbauen und es ploppt immer ein neuer auf. Denn die Lava, die dahin fließt, wird mit dem Wasser abgekühlt und das entsteht dann Stein. Verstehst du? Entstand dann nicht Obsidian? Nein, nur wenn das Lava vertrocknet, wenn der komplette, wenn die Quelle, dann können wir das Obsidian. Ist das nur Alter, ich dieser. war gerade im Block drin. Pass auf, dieser kleine Streifen fließt hier rein. Diese Abstreifung wird trocknet dann von dem Wasser und festigt sich dann in Kobbel. Wenn der Ach Ko so. wenn die Quelle. Das Wasser ist weg. Yay, es hängt. Oder ihr bewegt, soll das jetzt ernsthaft heißen? Und die Lava ist auch weg. Was ist hier gottverdammt los? Ich hab die Eimer benutzt gerade. Wie es einfach keinem aufgefallen ist, dass ich Eimer in der Hand hatte. Mann, bist du Richtig dumm. Ihr bescheuert. Du dachtet hast schon. mein Wasser geklaut. Ihr dachtet schon wieder hier Ebola und so. Nichts gegen Ja, Ebola. bestimmt, ne? Alter, ich wäre schon wieder fast runtergefallen. Guck mal. Ihr seht Luca, machst du nix. weiter Kobbel? Ja, da Ja? seht ihr wunderbar Lava. Ist Kann ich machen? runtergefallen. Gib mir mal die Spitzhacke. Gib Hier mir ist mal die eine, du hast ja Spitzhacke. eine eigene drin. Da ist einer Ach für dich so. drin. Pass auf, du stellst dich dahin, baust immer einen ab und wartest. Ich geb dir noch Ich mal so verbrenne eine in der Macke. Lava. Ich Ja. verbrenne in der Lava, die wir vorher runtergeschickt hatten. Ist das mein Ernst? Nicht Oh, dein Ernst, oder? doch. So, also ich bin gerade gespawnt. Wie geil sieht das denn aus? Also ich bin gerade gespawnt, lauf einen Block und fall wieder runter. So, jetzt hat man eine Insel, die man mit drei Leuten teilen kann. Ah ja, ich habe herausgefunden, wie wir eine doppelte Cobblestone-Maschine bauen können. Du müsstest Oh mir aber. Gott. Du müsstest mir aber. Da sind die zwei Eimer. Luca, geh mal kurz weg. Warte, okay, jetzt. Ah ja, nach dem Block da wird Macht nichts schnell Licht, sonst spawnen hier Monster. mehr. Schnell. Licht? Wie? Was? Wo? Hä? Was machst du da? Dumm oder so? Warte, ich muss nachdenken, wie ging. Gib mir aber bitte das ganze Cobblestone, was ihr habt, oder habt ihr das schon wieder hier an den Rändern verbaut? Weil wir müssen immer noch schnell wie möglich danach drüben. Wie ging. Kriegen wir wenigstens Ender-Perlen? Nein. Darf ich mal kurz Wie in ging das den nochmal? Jetzt Kläresee mach nach hier einer Enderperlen holen? Lichtquelle, sonst spawnt hier was und wir sind automatisch tot. Oh, Alter. Bauen wir uns einen Schützengraben.
Das ist dein Ernst? Hast du jemals schon mal Skyblock gespielt? Ich? Nein, ich eigentlich nicht. Ich habe eigentlich noch nie. Ich habe bisher. Du hast Mist gebaut, Garus. Du hast vergessen, da unten. Ja, hat Hab irgendwer eine ich. Diamantspitzhacke? Nee. Ja, das war das Let's Play für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr uns einen Diamanten. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr eine Diamantenspitzhacke oder einen Lava-Eimer bekommt. Oder es hat sich auf magische Art verwandelt. Auch wie schön. Ist so, ne? Denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich das sehe. Macht ihr das manchmal so kaputt? Ja. Ich leg mal das Kabel hier in die Kiste noch. Müssen. Garus, mach da keinen Abfluss nach unten, weil da könnte sein, dass da Kobbel reinkommt und das dann mit nach unten fließt. Warte, das kann ich aber umändern, indem ich den hier wegbaue. Siehste, da fliegt schon eins runter. Boah, voll Verzögerung. Kriegen wir auch irgendwie Kohle oder so zwischendurch auf irgendeiner Insel? Holzkohle können wir machen. Weil Guck mal, jetzt dann müsste es können wir uns Fackeln funktionieren. bauen. Jetzt müsste es funktionieren. Was machst du denn da? Dumm? Nee, funktioniert nicht. Hey, wir haben jetzt eine Doppelte. Nee, nicht, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Doch, dort, dort. Uah. Ah. Uah. Ja, ich Ja, veröffentliche. der hier muss weg, der hier muss weg. Diesmal nehme ich den langweiligen Part, tut mir leid. Nein, übernimmt Garus gleich wieder. Ja, klar. Ich habe noch ein paar Cobbles genommen, damit ich mich jetzt wenigstens ein Stück rüber baue. Ist das da hinten? Ja, ne? Wieso funktioniert das nicht? Da müsstest du eigentlich hier auch einen Koppel werfen. Weil es nicht funktioniert. Dann muss das hier. Müssen den wegmachen. Noch. Und ich verspreche diesmal nicht so oft runterzufallen. Und ich hoffe, ihr verzeiht, dass mit der Welt. Dieses Mal werde ich sie auch abspeichern, dass er so ist, wie sie ist. Und es werden Ha! auch nach einer Zeit immer mehr Leute dazukommen. Also, das ist der erste Gast. Nach einer Zeit kommen noch ein paar mehr Leute dazu. Nein, Obsidian! Nein, nein, nein! Obsidian! Nein! Das Luca? Obsidian! Luca? Lass den Profi ran, Alter. Leute! Ich hab Angst. Solltest du auch gerade haben. Ich hab Angst in der Dunkelheit. Ich habe jetzt mal kurz nur eine Lichtquelle gemacht. Ich darf doch mal kurz dein Nein! Sitzen. Jetzt muss es sein, dass Leute! wenn man dann von beiden Seiten ab hat, sind wir zwei. Ich wollte die Brücke weiterbauen und bin dann gestorben. Man drückt auch. Ja, jetzt funktioniert's. Ach Scheiße, ich hätte doch schleichen können, ich Arsch. Sag mir schon, wann ich die TP'n soll. Jetzt. Leute, ich habe eine Doppelte. Ich packe jetzt die wertvollen Sachen wieder zurück. Okay, warte, warte. Jetzt, 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 jetzt. Ah, gut, perfekt. Ich habe die Doppelte gerade gebaut, nur zur Info. Aber wenn, dann machen wir sie nochmal richtig, weil ich hatte nur eine Lavaquelle. Und So, jetzt ist sie richtig. jetzt müssen wir darauf hoffen, dass der Baum mal größer wird, weil ich hatte meine Spitzhacke dabei. Ja, Luca, hast du schön gemacht, also. Ich hab euch gesagt, ich hab noch nie wirklich so Minecraft gezockt und so. Ich hab ja mal im Singleplayer mal Maps gebaut und sowas alles. Aber ja. So, Ja, dann ist das Hunger ja eine Games habe ich. komplett neue Erfahrung für dich. Okay, das heißt, wir haben den Nubi, Ja. den voll kreativ Profi Und den Survival-Profi. und den Survival-Experten. Super. Das heißt, wir haben einen Kämpfer, einen Bauer und einen Nubi. Okay, wir sind gefickt. Wir sind Ja, Best geil. Friends, Ja, aber Junge. wie gesagt, Leute, generell an das Garassia-Team, es werden immer noch ein paar mehr Leute dazukommen auf dieser Skyblock-Map. Bleiben jetzt. Nicht nur wir drei. Das haben wir schon gemacht. Weil nur Aber heute hatte der keiner, Nuke nur heute hatte kein, nicht wirklich jemand Zeit. Es war eine Aber spontane der Idee, Nuke gerade will dann auch immer aufzunehmen. da sein. Ja, es war gerade spontane Idee aufzunehmen und man kann da nicht immer, ne, alle sofort auf Sprung werfen. Man hat ja auch noch ein Privatleben. Ist so. TNT! Nein, kein Tint. Kein Feuerwerk! Feuerwerk. Ich glaube, mehr tut er auch nicht, wenn er kreativ spielt, außer TNT zünden. Du hast es erfasst. Ich wusste es. Und außer du gibst einen Bomber. Von wegen, bau einen Bomber. Du gibst eine Vorlage, den Rest macht er. Ja, okay, ich habe auf Luke, seinem hier, Server ich gebe dir schon. meine Spitzhacke und du baust mit ab. Okay.
Weil dann baue ich da jetzt rüber. Wo ist sie? Ah, ich hab sie. Wo ist sie? Wenn ich gleich beim Skelett erfasst werde, ich kann nichts dafür. Ist da drin überhaupt eins? Ey, ich bin so gut. Achso, und das mit den, hier, Erfolgen. Hat damit zu tun, dass der Server die immer nie abspeichert. Und deswegen immer neue gibt. So, wenn ich mein Inventar öffne, gibt's ich keins. Eine Steinspitzhacke! Technischer Fortschritt. Wah, wah, wah. Warte mal, eigentlich könnte ich so gedrückt halten, zu beide abbauen. Und Lukas sammelt auf. Okay, ich bin der. Nee, warte. Ah. Mach schnell. Mach ruhig selber, das spart Zeit. Du musst nicht immer nach vorne gehen, du kannst einfach stehen bleiben. Die kommen schon fliegen zu dir. Ja, aber du weißt ja, ich habe ein paar Connection Fails und dauert es bei mir Jahre. Ja, sein Internet ist nicht gerade das Beste. Sozusagen. Ja, aber das kann man ja verzeihen. Ich kenne sehr viele, die ein schlechtes Netz haben, aber trotzdem vom Herzen so gut sind. Und man ja, bei mir ist halt das Problem, der Router ist auf der anderen Seite vom Haus. Oh. Ja, und dann, okay, dafür ist das wirklich gutes Internet. Ich brauche ganz dringend irgendwas, womit ich was zubauen kann. Gib mir ganz schnell Sachen, dein Skelett. In der Truhe ist... Gar nichts. Gib mir schnell dein ganzes Zeug. Da drin. Und guck mal, das Geile ist, ich kann ihn jetzt einfach hier gedrückt halten. Wenn Weil Lukas auf unserer schönen Sache... Wenn Lukas sich da hinstellt, das Item auf... Was gespawnt, wird nicht gerade sehr schön. Wenn Luca da stehen bleibt und die Sachen aufnimmt, kann ich da einfach gedrückt halten und durcharbeiten hier. Ja, bloß das Problem ist, die Lava kommt schneller, als du den Block durchbauen kannst. Also der Cobblestone. Das Skelett ist einfach runtergefallen. Nee, es ist nicht runtergefallen, es steht genau hinter diesen Blöcken. Er schießt auf mich! Ernsthaft? Es hat gerade auf mich geschossen, geht nicht an diese Ecke da. Hier, ich kann es euch beweisen, wenn ich jetzt sterbe, sterbe ich eh. Komm, schieß auf mich. Schieß auf mich, komm. Ach du Scheiße, wie es nicht treffen kann. Ich muss das mal... Warum habe ich überhaupt keinen Skin, fällt mir gerade ein. Geh hin und töte es. Warum habe ich keinen Skin? Ich ändere das mal eben. Habe ich irgendwas dabei? Ich habe auch keinen Skin. Ich hab mir gar keinen Skin gedacht. Ich wollte runterspringen. Ja, fall mal runter, fall mal. Mauer, bist du die Mauer oder was? Endlich, ich hab einen Skin. Bei mir hast du immer noch keinen. Doch, dreh dich mal um. Es brennt. Dreh dich mal um. Nee, bei mir siehst du immer noch normal wie Steve aus. Ach so, bist du raus. Hä, nein, jetzt guck hin. Bei mir siehst du immer noch aus wie Steve. Und du kannst fliegen, du Cheater. Hä, nein. Ich fliege nicht. Roxas, komm her, das sind deine Internet-Connections. Roxas hier. Hab ich bei dir einen Skin, ja, ne? Nee. Da. Hey, wie, ich hab bei dir keinen Skin. Ja, gerade nicht. Lol. Gerade siehst du aus wie Steve einfach. Aber du konntest ihn sonst immer sehen, ne? Ja, schon. Nein, meine Spitzhacke ist durch. Hier. Meine Holzspitzhacke, nämlich die Steinspitzhacke. Die wertvollste von allen. Ich habe jetzt hier zwei. Gisela, die Baumfee ist wieder da. Gisela, altes Haus, ey. Toll. Jetzt darf ich wieder was da reinbauen. Oh, das ist weil ich das Frage. Gesagt habe. Ey, jo, Gisela, was geht ab? Ja, nee, das war nee. Kannst du mich mal der Gisela vorstellen? Ich will die nämlich. Baum Gisela Fee. Luca. Baum Gisela Fee. Gisela Fee. Zauberbaum Gisela Fee. Ihr hebt dann bitte mal das ganze Zeug auf. Ich baue erstmal einen Ofen. Warum hat keiner einen Ofen gebaut, euer Ernst? Ich kann schnell einen bauen. Ich bin schon dabei. Hab schon einen. Achso. Kann es sein, dass wir irgendwie gerade auf diesem Server nicht verhungern können oder so? Doch. Bloß das dauert ein bisschen. Wir rennen ja nicht. Weil auf dieser Map zu rennen ist tödlich, wie man im gestrigen Part, vorletzten Part gesehen hat. Also er rennt ja die ganze Zeit, wir ja im letzten Part. Arbeiten ja die ab und deswegen, ja, können wir nicht sterben, so wirklich. Okay, da baue ich hier die ganze Zeit, können wir uns vielleicht ein Häuschen bauen hier? Ja, das ist sogar Ziel dieses Let's Plays, eine Farm. Ja, ihr müsst kurz warten, ich habe gerade den Ofen an, ich mache gerade Holzkohle für Fackeln. Ja gut, die Fackeln, also bauen wir uns da hinten jetzt ein Häuschen hin. Und so ist es kein Problem. Die Hälfte deiner Kobbel, komm her. Hälfte Kobbel. Hat noch irgendwer Erde? Komm zur Truhe. Hey, warum habe ich die Steinspitzhacke nicht dabei? Bin ich schwul?
Hier ist dies hier und Garus hat sie, glaube ich. Ich habe eine Steinspitzhacke. So, hier kommt ein Block Erde hin, weil ich jetzt hier was hinpflanzen werde. Du solltest mal gucken, dass wir gleich Erde haben. Also von wegen hier, dass du hier unsere Erdfläche erweitert hast, damit wir anbauen können. Habe ich gerade gemacht. Oh, wirklich? Ja, hier, guck da, hier. Ich hab's erweitert. Dufte, ne? Ah ja, das ist wirklich sehr nice. Sehr drin. Richtig nice, Junge. Ich freue mich schon, wenn das Team Gerassi aber YouTube Clearsprit macht. Alter, ich hab einen Knochen. Ich hab einen Knochen, Jungs. Aber Garus. Ja. Team Gerassi. Wie wollen die uns machen? Ein Fragezeichen im Gesicht. Anonymous ist oder wie? Ist so. Okay. Wie haben sie gerne mit Let's Play dargestellt? Die machen wollt ihr mal was sehen? Ja, aber German Let's Play hat ein Zeichen, womit er sich zeigt. Bei uns würde man vielleicht Garus Zeichen nehmen. so schlimmes Zeichen da. Garus, guck mal kurz zu der Pflanze hinter dir. Hallo Gisela. Das ist Gisela Junior. Ich habe gerade 6 Knochen wieder rein verbratet. Das Ding ist nicht gewachsen. Jo. Natur braucht seine Zeit. Holla die Waldfee, Junge. Gisela die Waldfee, aber jetzt wird's dufte. Moment mal, Leute. Hä, hey, Leute, er ist gewachsen. Wer will den abbauen? Ich pack hier gerade noch einen Setzling rein, wer gleich nachpflanzen will. Ich baue es weiter, warte. Ich baue ab. Ich stehe im Block. Ah, ich brenne. Der Baum brennt. Oh. Connection fail. Woohoo. Und alles. Habt ihr ein Thema, über das ihr reden wollt? Nö. Yep, ich wurde gekickt. Ja, du kannst ja gleich nochmal reinkommen. Ja, mach ich jetzt auch. Sag ja, ich hab scheiß Internet. Voll die Bambusleitung habe ich hier. Bambusleitung. Synchron. Aus der Community, herzlichen Glückwunsch, Chris. Bambusleitung hat auch hier funktioniert. Chris war jemand, der wollte, dass Jette der Zocker mit seiner Mutter schläft, damit er einzieht und besseres Internet bekommt. Soll ich dir mal sagen, ich habe mit so einem Typen geskypt. Also er gesagt, das war nicht mit mir. Hatten so ein paar Kumpels, die haben gesagt, alle die jetzt auf Klo, alle die schwul sind, gehen jetzt auf Klo. Und der war die ganze Zeit da, hat gefragt, wo warst du? Also ich war auf Klo. War richtig genial. Hä? Das ist genau wie der nächste, der was schreibt, ist schwul bei WhatsApp. Ist so. Dann darfst du nie wieder was schreiben. Luca, was? Da muss man ein Audio machen, das kann ich schreiben. Stimmt. Stimmt. Schreib mir mal bitte eine Zahl, Luca, wie viele Soldaten wir brauchen. Wie viele Soldaten? Ja. Worüber redet ihr jetzt schon wieder? Ach ja, übrigens, Moskau, ne? Antwort auf alles. Nein, ja. wir brauchen 8-mal so viele wie Moskau. Wie allein schon in Moskau sind. Moskaus normale Garde ist über die deutsche Garde. Ich sollte, glaube ich, nicht so rennen, wie ich hier die ganze Zeit renne, ne? Aber ich verliere ja, solltest du. Ja, ich werd's auch überlegen. Also, ich renne gar nicht, ne? Nur so gesagt. Roxy, ich baue eine Kackhütte für uns alle, denn ich glaube, Kackhütte für alle, mein neues Wahlprogramm, jeder hat das Recht, eine Kackhütte zu besitzen, in einer zu leben, und wie ein Afrikaner aus Lehm gebaut und nämlich... Hier, Garus. Und das, damit wir alle Ebola kriegen. Ebola, wer mal wirklich die Wahrheit über Ebola wissen will, der muss sich eigentlich nur mal ein Video einmal alle anschauen. Mal die Cobblestone haben, bitte einfach nur die Truhe packen, bitte. Packung. Einfach Packung. Möchtest du nicht auf diesem Weg bis nach hinten eine Tür dazwischen machen? Nein, da kommt Cobblestone hin. Fertig. Wir brauchen aber eine Tür zum Häuschen. Ich pack da Kaktus hin, fertig aus. Da kommt Kaktus durch. Mit einer... Garus? Ja? Ich musste heute auf einen Kumpel warten, weil da musste 20 Kilometer durch den Wald laufen. Weil irgendwie war der in einem anderen Ort und da musste er durch den Wald laufen. Und da war eine Baustelle, da war ein Dixi-Klo und das ist oben im Wald. Die Baustelle ist gut 2 Kilometer weg. Da kommt ein Bauarbeiter auch gefahren mit so einem Laster und geht erstmal schön kacken. Ich hab voll gelacht, als ich das gesehen habe. Weil er kacken war. Warum sagen wir das hier überhaupt? Kacken. Die Baustelle, die war 2 Kilometer weg und er fährt da extra auch rum zu kacken, Alter. Läuft bei ihm einfach. Ist mal so, ne? Ist ein Zweckster. Ich hab jetzt Angst runterzufallen.
Er ist ein Swaggy Brudi. Wenn ich jetzt runterfalle, sind die 10 Obsidian weg, unser Essen. Weißt du was, ich komm erstmal rüber. Dann leg alles in die Truhe. Wollte ich gerade sagen, komm ich erstmal rüber und leg das weg, bevor ich jetzt sterbe. Ja, und dann auf dem Weg verreckst du, hast es fast geschafft, bam, tot. Pass auf, hast du die Melonsamen? Samen. Kann grad nicht, warte, hab grad was zu tun, so. Pass auf, ich würde sie dann hier anbauen, hier auf diese kleine Ecke. Ja, oh, wir brauchen Wasser. Ach ja. Du bist ja sehr lustig wieder heute. Wir finden schon Wassereimer. Und außerdem brauchen wir eine Hacke. Die nächste Insel, die ich sehe, ist... Nirgendwo. Hier, ey, guck mal, überall das Blau, das ist bestimmt Wasser. Was wollt ihr jetzt machen? Ja, ach, schwimmen. Ja, komm, geh mal, Luca, geh mal schwimmen, komm. Ja, warte, ich bring noch schnell das Zeug in die Truhe und dann geh ich schwimmen. Ich ahne Böses. Ja, das... hier ist auch noch ein Baum setzen. Heiß kalt, wie ich diesen gleichen Moment wegnehme, wenn du rein, wenn es reinlegst. Ey, Garus? Garus, ja. Und du bist sicher, dass das Wasser ist? Ach, das nehme ich als ja. Hui! Ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Doch. Garus hat gesagt, das ist Wasser. Wenn ich sage, spring vor einer Klippe, dann... Okay, dann springst du vor einer Klippe, aber... du musst mir dran glauben. Ich niemals auf diesen Samen springen. Ich hab's einmal getan und tu's nie wieder. Warum ja. Bist du dann in die Wichse reingetreten? Hä? Nee, ich bin jetzt voll verwirrt. Was, der Melonensamen ist dann weg, wenn du reintrittst. Ja. Ach so, ich dachte... Wir reden über traurige Melonensamen und es fängt an zu regnen. Ist klar. Wenn es nicht schlimmer wären, hätte könnten. Ist der Regen nicht irgendwie scheiße für hier den fürs Laub, für die Pass auf. Für, ja, mein die großes Feufeu. Großes Feufeu. Das möchte ich bitte auch im Video geschnitten haben. Großes Feufeu. Ganz fair. Hashtag großes Feufeu. Ich habe mal ganz kurz Regen gemacht. Opfen. Ich habe mal ganz kurz Regen ausgemacht, weil das bei mir ja, gerade richtig umgeleckt hat. Auf dem Lava. Was ist stärker, ein paar Tropfen oder ein großer, mächtiger Lavafall? Oder, dass man fast Lava verreckt an Essen. Ah ja, eine Sache wollte ich ja noch machen. Ich wollte ja Halbslaps nochmal machen, um damit man nicht nochmal reintritt. Was für Dinge? Ich habe keine Doppeltruhe eingebaut. Nein, ich doch nicht. Tschüss. Alter, wie sie? Habt ihr das gerade gesehen? Ja. Ich stehe hier, sag so tschüss und bleib an der Kante hängen. Lol, warum hast du eine Doppeltruhe? Lava ist zu. Wir können nicht mehr in die Lava fallen. So. Problem gelöst. Rotz. Ja. So wollte ich. Ja, stimmt, wollte ich sagen, was wir machen. Ist das eine Stufe? Oh ja, du hast einfach eine Stufe gemacht. Machen wir uns da hinten jetzt ein Haus hin oder wie? Machen, bauen jetzt hier eine kleine Fläche, bauen ein Haus und ja. Ich baue ein schönes Haus für uns. Ein Haus, ein Wieso verschwendest du Holz? Weil Holz. Wir brauchen ein wir brauchen ein Haus für Kaiwolle. Nein, brauchen wir nicht. Also, jetzt mal ernsthaft, du verschwendest Holz? Also wir haben einen endlosen Stein, den wir produzieren können ohne Ende. Wir haben hier kleinen Little China. Hat hier mal jemand Holz, damit ich... Was wertvoller... Ich würde einen Diamantblock runterschmeißen für 20 Holz. Leute, ihr habt da nicht ernsthaft die Samen platziert, oder? Doch. Warum nicht ganz da hinten am Rand? Das ist doch... Alter. Bist du gerade draufgesprungen? Nein. Nee, aber fast. Ja, ich hab dir gedacht, nicht da drauf springen, weil hier kein Wasser ist. So. Ja, immer noch. Ich hab's aber nicht gesehen wegen der Truhe. Ein Haus, ein guter buntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Hast du irgendwas im Inventar bekommen? Hast du irgendeinen Samen im Inventar? Geh mal bitte weg. Habt ihr irgendeinen Samen im Inventar? Luca, du Arsch. Außer die Kürbiskerne. Leute, hat mal irgendwer nochmal eine Spitzhacke für mich? Hat irgendwer Samen im Inventar, außer die Kürbiskerne in der Truhe? Nee. Ja, wir verhungern. Ich nicht. Ist da wer raufgetreten? Nein, ich wollte es abbauen und da hinten platzieren und dann war es einfach weg. Lol. Es ist verschwunden und was? Es tut mir leid, Leute, aber das muss leider sein. Weil das kann man so nicht annehmen. Tut mir leid. Ich nehme ja auch noch... Hey, wo waren das jetzt? Ach da. Es tut mir sehr leid jetzt, dass ihr mich die ganze Zeit im Game-Mode seht. Oh. Das werden sie dir nie... Cheater!
Purer Cheater, das kann ich nicht so verantworten. Ey, soll ich das hier noch zumachen mit, Hallo, Garus. Wenn du Cobblestone hast, gib Garus, es mir. Ja? Bitte eine ein Lava-Ding aufmachen. Wegen Licht. Das ist ganz wichtig, da bringt diese Mini-Fackel da nix. Okay, ja. Leute, habt mal eine Spitzhacke für mich? Ja, komm her. Luca? Da bist du, okay. Ich hab Maus dazugegeben. Skelett, ich hab ein Schwert, geht alle weg, ich hab ein Schwert. Skelett, Deckung. Ich pack schnell meine wertvollen Sachen weg. Ich hab nur ein Schwert. Zombie, Deckung. Zombie-Apokalypse! Nein, hab ich das Skelett? Da, ich hab das Skelett runtergeschlagen. Ihr wollt mir nicht hören. Macht Beleuchtung. Ich hab gesichert. Nein. Die sind über die. Vor allem, wie behindert du die Fackeln verteilst. Hier, da muss eine hin, hier. Nicht meine Abteilung. Ich wollte jetzt den Baum zu Ende schlagen. Pfeile. Also mir noch die Pfeile auf. Also meine Abteilung ist ja ein bisschen, ne? Du warst schon woanders. Ja, ist gut. Leute, ich mach kurz einen kleinen Schnitt. Nimm mal hier die Spitzhacke, ne? Leute, ich mach kurz einen kleinen Schnitt, um zu gucken, wie viele Minuten wir noch haben. So, wir haben noch 26 Minuten voll. Das heißt, ein paar Minuten noch. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Wir nehmen wieder zwei auf, ne? Nee, hier nach einer Abstimmung oder zwei. Ich würde noch eine. Ja, doch, ich habe gesagt, in der dritten Folge Abstimmung, also nehmen wir jetzt noch eine auf. Weil die letzte Aufnahme ist nichts geworden und dann ist unsere Welt jetzt weg, also doch, kann man schon machen. Und es tut mir auch nochmal leid und danke schon mal an die positiven Kommentare unter dem ersten Video. Ich habe die alle gelesen. Zumindest wir alle haben sie gelesen. Also die Garassia vertreten. Also, diese eine Kommentar. Ich Also der eine Kommentar, danke, wirklich, danke, der hat mir wirklich mit dem ein Chaot in Zürich Roxas und einer, der das tut, was er soll. Wie dumm seid ihr? Nur mal ganz kurze Frage, ihr habt jetzt gerade die Fläche zugebaut, wo ich gerade das anpflanzen wollte. Ich hab gar nichts gemacht. Nein, stopp, Roxas. Nein, hier wird's angepflanzt, auf weil hier mehr Fläche ist. Mehr Erde. Nein, was? Ist es nicht. Leute, Zwei Stück. Baut doch mal die Erde ab hier überall. Komm mal her, Roxy. Hier ist der Eingang, hier kommt das Haus rein. Ich kann dir gerne die Erde abbauen und da auf die andere Seite packen. Hallo, Wasser. Wie oft noch? Dann bau die Erde ab und geh auf die andere Seite. Wasser. Dann muss ich das jetzt von der anderen Seite machen, habe ich das recht verstanden? Ja. Ach du Scheiße. Schade. Lass mich raten, richtig fett scheiße gerade. Ja, weil ich die Erde da platziert habe und ich weiß nicht, wie ich in die Erde kommen soll. Das ist Teppich. Okay, kackbauer Teppich. Wie bauen wir jetzt überhaupt das Haus? Weil das ist total scheiße hier gerade aufgebaut. Hier ist Erde auf einmal. Ja, pass auf. Warte mal kurz. Das Haus hier ist auf hier, einmal ein Loch. Die Wand nochmal wegreißen, hier nochmal eine extra Plattform hinbauen und da das Haus hinbauen. Wie ist das damit? Ja, gut. Leute, wer hat hier das Loch hingehauen? Ich nicht. Was? Hier ist ein Loch. Das ich pack nochmal kurz die wertvollsten Sachen weg und geh jetzt auf Angriff. Mission. Pass auf, Luca und ich kümmern uns raus. Pass auf, du machst Kobbel jetzt. Ich geb dir eine Spitzhacke. Da. Ich baue die Wand ab. Dann baue ich einen kleinen, zwei doppelten Pfad. Hier ist die Spitzhacke, Luca. Einen zwei doppelten Weg. Einen doppelblöckigen Weg. Was ist Spitzhacke? Ich weiß gerade gar nicht. Hier. Hast du sie? Ich hab schon eine. Hier noch eine. Und pass auf, und da machen wir genauso eine große Fläche wie hier, pur aus Kobbel. Aus dieser Kobbelfläche bauen wir uns. Ich baue hier einfach weiter Kobbel ab. Ich habe gerade die Invasion überlebt, Alter. Ich lebe noch. Ich habe gerade alle Monster getötet und ich lebe noch. Wartet mal, mein Nacken tut weh. Ich habe einen Faden, noch drei Faden und ich kann mir einen Bogen bauen. Oh. Ohne Pfeile bringt der aber natürlich auch wieder nichts. Oh, Kacke. Also ich mache jetzt einen zweiköpfigen Pfad hier. Zweiblöckigen Pfad. Da kommt hier eine Extrainsel. Dazwischen bleibt frei. Garus und Roxy, wenn ich mal hier kurz zwischendurch... Halt schon! Roxy nenne ich ihn. Also alle hier pädophilen Kommentare schreiben. Roxy ist mein eigener Begriff. Wen Roxy nennt? Ist mit mir auf Kriegsfuß, denn das darf nur ich.
Also Erik, weißt du Bescheid? Nenn mich nicht Roxy. Nenn mich Rox. Ja, für euch Rox, richtig Rox. Behindert. Nennt mich mein Roxy. So, ich greife. Oh, ich habe 20 Holz dabei, ich sollte nicht angreifen. Ich leg die Holz mal wieder weg. Egal, Leute, wenn sollte ich. Oh Leute, setzt die Samen doch nicht direkt neben mich. Das ist doch. Weißt du, wie lange der da jetzt gerade schon liegt? Du stehst erst gefühlt 5 Minuten und hast. Ist dein Ernst? Ich hab ihn gerade eben erst gesehen, weil ich hab nur auf diese scheiß Koppel geachtet. Skelettangriff! Creeper! Skelett? Ich bin runtergefallen. Woo! Da ist eine Spinne, sollte ich Angst haben? Nein, alles okay. Oh, Kacke, das Skelett kommt. Glaub nur tief an dich. Wir so, ich geh jetzt nochmal rein, weil ich gerade ein bisschen Action brauch. Wir können keine Holzkohle machen. Hier ist eine Hexe, genau. War gut, dass ihr runtergeschlagen habt, aber ich will trotzdem rüber. Boah, ist eh klar. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine Hexe spawnt? Eigentlich steht die Wahrscheinlichkeit, das möchtest du eigentlich gar nicht wissen. Luki? Also die richtige Wahrscheinlichkeit liegt zu 2 bis 200. Gib mal bitte dein Koppel, Luki. Gib mal bitte dein Koppel. Ja, warte, ich leg's in die Truhe. Okay. Aussetzer, so. Ja, man merkt, er hat ein paar leichte Internetprobleme, aber es geht schon. Ein Haus vom Garus Gunterbund. Wer hat diesen Block da implatziert? Ich! Skelett, Alter, ich hab 17 Cobblestone, wurde gerade vom Skelett angeschossen und hab's überlebt. Oh. Nett mich Gott. Nein, du bist nicht Gott, du bist Jesus. ich bin der jetzt so. Nein! 3 Spitzhacken, 1 Selbstling und es spawnt hinter mir eine verfickte Spinne. Die, ach so, Spinnen können 2 Blöcke hochklettern. Fällt mir gerade nur so ein. Richtig behindert. Danke für die lebenswichtige frühe Information. Ich muss jetzt mal ganz kurz einen Insider von mir und einem Kumpel einbringen. Richtig behindert. So. Damit er auch glücklich ist. So, Luca, einmal den Cobblestone abgeben. Leg's mal in die Kiste. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, oh, der Junge fällt in dieses Loch rein. Doch was würdet ihr denken, wenn es passiert, dass ich nicht in dieses gewollte Loch reinfalle? Würdest du denken, dass ich Charles Gerhard einmal einen Besuch abstatten sollte? Ach so, PS zur Info. Ich bin ein Loch. Ah, nix. Und ich mache jetzt auch wieder Spitzhack. Ja, oh mein Gott, 4 Cobblestone, wie nett. Daraus kann ich bestimmen. Ja, das ist. Du hast gesagt, ich soll alles haben, alles dahinlegen, was ich habe. Luca Bau. Ich habe in der Zeit noch nicht sehr viel abgebaut, weil so. Irgendwie wird über die Hälfte nicht zu mir gespawnt, sondern fällt in diese Fickte. Drückt mal kurz alle T und guck mal unten in der Anzeige. Und fragt nicht warum. Was sollen wir machen? T drücken und unten Anzeige drücken, Anzeige gucken. Fragt nicht auf warum. Was? T. Verstehe ich grad gar nicht. Chat, auf dem Chat. Roxas vieler, Garus vieler, Garus viel, Roxas viel, Luki, also ich zitiere jetzt mal, Luki ist beigetreten, Luki fällt aus der Welt, Roxas fällt aus der Welt, Roxas fällt aus der Welt, Garus fällt aus der Welt, Roxas fällt aus der Welt. Du hast du schon wieder jemanden umgebracht, Garasia. Ja. Komm, wer will's vollenden, diesen Spruch? Na komm, mach ich schenk dir das. Komm, ich schenk dir den Spruch. Ich hab den vergessen. Komm, Luki. Nee. Ich hab ihn auch vergessen. Nee, jetzt weiß ich wieder. So. Garasia, hast du schon wieder Menschen getötet? Ja. Ach ja. Oh Mann, ich vergesse ihn voll. Ah, ich weiß, wie der geht. Garasia, hast du schon wieder Leute umgebracht? Ja. Das sind schon 3 diese Woche. Ja, aber es ist erst Montag. Ja. Oh, komm, Leute, das ist voll der Coltonra. Ihr habt gerade voll der Coltonra geklaut. Das ist voll unfair. Das hast du vorhin gesagt, wir sollen das machen. Und ich hab ich gar nicht. Ich weiß nicht mal, wo daher das kommt. Ich gucke. Das ist Japanuschlampen von Coltonra. Ich baue mal ein bisschen Glas für uns ab, also Sand. Ah, Cult Mirror ist nicht so meins, ne? Nein, nur nicht. Ja. Nur von Schwärmen. Ich find ihre Verarschen nicht ganz so. Ich finde. Die sind jetzt so unnötig. Ich wünsche. Kann ich auch genau so SpongeBob gucken. Ich weiß, im Text heißt es schlampig animiert, aber genau das ist es. Ja, wo also, ist der Sinn? Ich muss ganz ehrlich sagen. Ey Leute, ich werfe euch mal kurz Sand drüber, aber rüber kommen wir nicht mehr. Ich hab keinen Bock, die Blöcke abzubauen. Warte. Warte.
Weitwurf. Ja, ja, wir haben die Spinnen ausgetrickst, wir haben einen Überbruch. Hier, nochmal. Wir haben herausgefunden, wie man sowas teleportet, die Dinge rüberbringt. Okay, jetzt versuche ich darüber zu springen. Wenn mir das gelingt, nennt mich Jesus. Okay, Jesus. Ist der lecker, du Tipp? Also, statt einen Block hochspringen. Also bist du genau vollständig gegens Holz geplatzt und. Ja, ich bin gegens Holz geknallt, einfach nur. Eine Fliege, Pupp. Ich bin einfach nur hier. Ungefähr sah der Sprung so aus. Ich schaff das. Ja, genau so. Ey, wie stumpf das einfach gerade mal kam. Boah, ich komm grad bei euch gar nicht. Ach so, doch. Ah, jetzt. Ihr fangt nämlich beide mit. Was ist denn so? Ach so. Bau mal ganz schnell unter mir einen Block. Geh mal ganz schnell einen Block. Nur bei eine. Mir wurden gerade kurz die Namen vertauscht von den Playern. Dein Ernst? Okay, ein Block. Ah. Nennt mich Gott, wenn ich diesen Sprung schaffe, mit einem Block. Nein, das ist cheating. Guck hin. Warte, ich muss noch kurz steigen. Warte, ich hab einen Aussetzer. Achtung, ich warte noch auf Logi. Oh, Cobblestone. Oh. Ich wurde gekickt. Cobblestone. Hier hast du einen Cobblestone. So, ich brauche nur einen Block. So, jetzt pass auf, guck hin. Nein! Also, wir dürfen dich jetzt nicht Jesus nennen. Nein, ich das... stumpf das gerade. Und Garus baut eine Brücke und ging rüber. Ganz einfach. Hallo, ich bin Jesus, guck mal, ich kann über Luft laufen. Ja, und hab ich euch zu viel ersprochen? Ich kann über Luft laufen, hier, guckt. Ich hab eine Brücke hergezaubert, wer ist hier? Du bist ein Cheater. Du hackst doch, du Cheater. Ja komm, geh zu den Hexenkollegen darüber. Bleib mal so stehen, Garus, und drück mal F5. Einfach nur so stehen bleiben und F5 drücken, warte. Nein. Das macht ihr jetzt nicht echt. Das habt ihr jetzt nicht echt gemacht, oder? Kein Gruppenkuscheln. Habt ihr gerade das gemacht, wovon ich glaube, was ihr gemacht habt? Ich glaube, dass du denkst, dass wir zusammen gedacht haben, was wir drum du denkst. Luki, drück mal 5. Gruppe denken, aber nicht denken, alleine denken. Das denkst du doch gerade, oder? Ich denke gerade, dass ihr Peng Peng gemacht habt. Nicht Peng Peng, sondern Bang Peng, Bang. Peng. Er hat mich gerade sexuell Peng Peng. Oh. Er hat mich gerade sexuell belästigt. Ich zeig dich an. Das kann ich jetzt auch mal machen. Wer will Gruppenkuscheln? Nein. Gruppenkuscheln! Gib mir mal ein paar Blöcke. Ich sterbe lieber. Warte, ich leg 21 in. Gib mir mal ein paar Blöcke. Das baust du nicht. Du hast das zusammengebaut. Was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wer du bist? Hä? Was willst du denn, du Knecht? Lass Garus in Ruhe. Was glaubst du, wer du bist? Hä? Komm her, Junge. 1 gegen 1. Quickscope-Boss. MW3. Komm her. Ernsthaft, COD? Wie grad nichts Besseres ein. Ey, das redet man wie Männer. Ching, Chang, Chong. Immer der gute alte Stein. Nein. Das redet man wie Männer. Kommt her, Garus, komm her. Nein. Das ist Männer. Nein. Schwul. Gisela. Nein, ich brenne. Der Baum brennt. Niemals nehmen die Lava platzieren. Pass auf. Gisela hat die kleine Baumfee. Nur zur Info, hier ist Wasser. Gisela zaubert Bäume her. Wenn wir ganz tief daran glauben, kommt Gisela vorbei und lässt Bäume wachsen und wohnt so lange in diesem Baum, bis wir ihn töten. Leute, ich bin gleich tot, ne? Ja. Nur zur Info, da war Wasser, du bleibst einfach rumstehen. Richtig dumm. Ich liebe gute Nachtgeschichten. Ich bin gerade richtig ins Wasser reingesprintet, Mann. Ja, ne? Wie wär's, wir bauen jetzt ein Bombardier 111 H3. Gib mal deine ganzen Koppels. Das sind 7 Stück. Reicht mir voll und ganz. Ja, ich bin gerade nicht sehr produktiv, müsst ihr wissen. Ja, merkt man. Stand alive. Ey, diesmal ist die Platte viel schneller vorangekommen als die letzte Fahrt. Wir sind auch 3. Trotzdem. Ich bugge, yeah, Leute. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich letzten Part die ganze Zeit... Ich habe eine Steinspitzkacke dabei und springe da voll den gewagten Sprung. Achtung, nennt mich Jesus. Oh. Jesus. Steinspitzhacke ist weg, aber die ist eh fast kaputt, von daher.
Ja, ich will mal Jesus-Sprung machen hier. Ich lasse Ich die habe auch Kinder dazu. rein. Leute, der Papa erzählt mal, da kann nur böse Dinge passieren, wenn man so eine Scheiße macht. Leute, bleibt bei euren Grenzen, die ihr habt. Ist... Yay! Pädophil! Sonst werdet Ich ihr hab's geschafft! Ja, okay, zurück geht's. So, jetzt zurück. Ich will sehen, wie du dich. Nein! Ich sehe überhaupt nichts. Oh. Er Das teleportiert war sich einfach mal so nach da vorne, fällt runter. so voll knapp gerade. Ich hätte es fast geschafft. Alter, wie knapp ich fast auf den Melonsamen gesprungen wäre. Guck mal hin, hier bin ich gelandet. Wieso hört ihr von mir nicht, oh, wie knapp ich bin am Melonsamen gesprungen? Wieso bin ich der Einzige, der das nie sagt? Weil du das nie tust. Ach so, weil mein einziger Spruch, ich bin auf den Melonsamen draufgesprungen. Stimmt auch Nur mal wieder. so als Frage, kann ich jetzt hier eigentlich cheaten? Nein. Oder hast du es Du ausgemacht? bist nicht OP. Nur ich bin OP. Und ich hole mir auch nur Sachen, wenn es wirklich notwendig Pass ist. auf, du wirst es nicht glauben, wir haben es auf Film, wenn er cheatet. Ja. Sag Ich mal, dachte, ich was kann für jetzt um. Fackelverschwendung ist das? Hier oben zwei Fackeln zu platzieren. Okay, ich würde Was jetzt. macht ihr denn da, Leute? Ich baue den Ey, Kabel Alter, was hier ist ab. denn hier? Ich schaffe es nicht hier hoch. Soll ich mal ein Haus bauen irgendwie mal Nein. langsam anfangen? Weil da hinten auf die Fläche hätte ich eins einfach Ja, Luca, gebaut. gib deinen Stein. Luca, gib deinen Stein her. Ich hab Stein. Das ist ein Stein jetzt gerade, ein Block. Der ist wertvoll. Genau wie Holz. Oh, wartet mal. Wieso muss ich gerade denken? Jesus. Oh, ejo. Jesus, ejo, ejo. Jesus. Das ist Ejo, scheiße, wenn man mit Handy on ist. Man kann nicht auf Lautsprecher machen, weil ihr euch sonst selbst hört und ja. da muss man das die ganze Zeit irgendwie halten und dann tut das Ohr weh. Also, lieber Herr Hatzki, weißt du Bescheid? Niemals über Also, Handys skypen. wir sollten jetzt mal einmal die Cobblestone-Maschine einen Namen geben. Ich finde, jetzt haben wir schon Gisela, die uns Holz spendet, und Cobble sollte auch nochmal einen Namen bekommen. Ich würde ja für den Namen Jürgen. Bertro. Berto, ja, Berto. Günther. Okay, wir stimmen ab. Wer ist Jürgen? Ich Ich. schlag in die Luft, ey, wir müssen dann in die Luft schlagen. Ich drücke F5 und gucke, wenn die Luft schlägt. Okay. Bertha. Günther. Warum stimme ich da eigentlich noch mit? Richtig dumm. Ich wäre für Günther. Güner. Den Gunnar? Güner. Der Gunnar? Gü ja, Güner. Der Güner. Der liebe Güner hat uns mal wieder Cobblestone gemacht. Obwohl eigentlich muss ein Mädchenname sein, weil guck mal, oben ist der Kopf. Wir bauen immer diesen zwei Knöpfen runter. Da unten kommt der Körper. Also, Dann machen denn du die denkst auch nur an Analyse, das eine, ne? Hätte Nein, ich dachte eigentlich gerade an so ein Auto, aber. Soll ich meine Steinspitzhacke verschwenden? Guck mal, Ja, ich schwebe ich wieder, ich würde sagen, wir schwebe nennen sie wieder, Annelies. ich Jeder Hund. schwebe wieder, ich schwebe wieder. Ich würde es nicht drauf anlegen, ne? Fels. So, Leute, und Ich ich wäre würde dafür, auch. diese Cobblestone. Ey, Leute. Das war jetzt nicht gewollt, ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Bist du komm schwarz? Ey, was Das war jetzt Oder gerade ist der. er redet so flüssig. Wer ich? Er. Und da ist er weg. Nun ja, mit diesen da ist er weg worden. Warte, ich mache noch eine schöne Ansicht. Komm, lass mal alle nebeneinander stellen. Er kann Luke. dich nicht. Er kann dich nicht hören. Er ist jetzt an einem besseren Ort. Offline. Obwohl, das ist ein scheiß Ort. Vergiss, was ich gesagt habe. Ja, also, ich würde mal sagen, mit den Worten von den. Nein, warte, ich warte noch auf das Schlusswort. Ja, es wird jetzt Nacht, das wäre der perfekte Moment. Wenn wir ein Bett hätten, könnten wir groß. Gisela! Dieser Lukas eingequetscht. Obwohl, Holz haben wir eigentlich recht viel. Ich würde ja für die Fenster Zaun nehmen. Das sieht zum Beispiel in Japan auf meinem Server total Nein, aus. ich habe schon Glas abgebaut. Wir können Okay. Glas gleich in den Ofen packen, wenn wir noch Also, Holzkohle wenn du haben. Glas abbauen kannst, bist du der Also, erste. ich meint Sand, das ist für mich Glas. Oh, Luca, du bist auch wieder Ja. da.
Du bist ja, laut. Muss ich tun? Du bist ein bisschen laut. Du bist gerade ein bisschen Stereo. Nicht mal Stereo, du bist Mono. Ja, jetzt geht's wieder. Lass mal kurz alle nebeneinander stellen. Hier auf diese Ebene hier, jeder einen Block. Ah ja, ich habe erstmal gerade einen Apfel bekommen. Das heißt, wenn du das nächste Mal wirklich Hunger brauchst. Alle also einen Block hier, wo ich stehe. Alle einen Block hier, wo ich stehe. Ja, warte mal, komm mal. Okay, warte. So, dann würde ich sagen, alle einen Block, nicht alle auf einen Block. Okay, dann guckt mal alle dahin, wo ich hingucke. Wo guckst du hin? Nach vorne. Okay. So, und mit diesen, ich guck noch in eure Richtung, so. Damit würde ich sagen, haut raus und see you. Salut! Salut! Und lass sie dann, ja. Salutieren! Und ciao, bis zur nächsten Folge. Bis die Folge. Tschüss!